Weltmeisterschaft die schwere Ehre, als Letzter aufs Eis zu müssen, nachdem schon an Sprüngen alles geboten wurde, wird er uns einen Höhepunkt liefern. Immerhin, er ist Trainingsgefährte von Alexei Omanow. Vielleicht hilft ihm das ja ein bisschen, denn sein Trainingsgefährte zeigte heute eine der besten Übungen. Seine Musik, Jean-Michel Jarre, Oxygen. Hoffentlich hat er genug davon. Ja, es ist wirklich schwer, nach diesen großartigen Darbietungen jetzt nochmal das I-Tüpfelchen draufzusetzen. Probleme am Anfang beim dreifachen Axel und auch hier beim dreifachen Vier. Na bitteschön, zumindest der Axel dann mit Mühe Notreifer. Also drücken wir ihm weiter die Daumen, dass er hier heil über die Runden kommt. Also, seine schwierige Aufgabe hat er dann doch noch irgendwie über die Runden gebracht. Viele Patzer in seinem Programm.
mit skeptischem Blick schnell die Eisbahn verlassen. Aber das hat er doch gar nicht nötig. Sechster war er ja nach dem Technikprogramm, siebter bei der Europameisterschaft. Und das in seiner ersten Saison. Der Axel war unglaublich hoch, kam ein bisschen in Rücklage, da gab es natürlich dann Probleme. So, das ist schon ein bisschen Albtraum, so eine Kür. Aber dann finally der Dreifach Axel. Ist ihm doch gelungen. Ich glaube, der ging auch mit der Frage aufs Eis, was soll ich heute Abend eigentlich noch hier? Und damit ist natürlich alles verloren, aber man kann natürlich dann diese Skepsis, diese Einstellung ein bisschen nachvollziehen bei einem so jungen Läufer. Aber er braucht den Kopf ja nicht hängen zu lassen, bei der Europameisterschaft schnitt er schon gut ab. Er hat hier auch die Fachleute überzeugt mit einem guten Technikprogramm. Das ist dir erstmal wichtig und hat mit Alexej Mischin ja auch einen starken Trainer, einen guten Trainer an seiner Seite. Also da lässt sich sicher noch einiges machen. Und ja, die Preisrichter versuchen nun zum Teil ihn auch nicht allzu sehr zu bestrafen. Ich würde sagen, ja, für diese schwere Los als Letzter hier auf Eis zu müssen nach den Knallbonbons. Da hätte man sich vorgestellt, der Gute wäre in der zweiten Gruppe gelaufen, wäre da wesentlich schlechter weggekommen. Aber trotz alledem, er hat gelernt und hat gewonnen, zumindest an Erfahrung. Und er wird im Endklassement dann Elfter. Das zeigt aber auch, welche Chancen heute Ronny